Heidi Ho, welcome back, well, ladies and gentlemen, I'm sorry. Was? Habt ihr das gehört? Ich bin Zale und herzlich willkommen, ihr Euden, zurück zu Let's Play. Fuck, jetzt habe ich extra noch das Let's Play davor geschoben, damit mir der Spieltitel einfällt. Das ist... Ich meine, ich weiß natürlich, wie das Spiel heißt, ja. Es heißt nämlich, hier, Remastered und so. Bioshock. Ich komme gerade von der Arbeit, sorry. Ich habe da jetzt gerade echt ein... Aber es ist manchmal einfach so, dass einem auch Namen nicht einfallen oder Wörter, ja. Namen von Leuten, die man kennt und Wörter, die man weiß, so wie Haus. Ich meine jetzt nicht unbedingt Haus, aber halt wirklich ganz einfache Wörter. Das ist einfach nun mal so manchmal, ja, und genau so hatte ich das gerade. Ich weiß natürlich, dass dieses Spiel diesen Titel trägt, den ich gerade gesagt habe. Und zwar den anderen Titel, hier Bioshock. Da waren wir gestern waren wir gar nicht da oben. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass man, wenn man sich duckt, kann man ja hochklettern. Das hat auch echt was gebracht. Ja, super. Irgendwie kriegen wir jetzt so viele Verbandskästen. Oder ich habe mich langsam zum allergrößten Programmer aller Zeiten entwickelt. Das ist natürlich viel wahrscheinlicher. Nicht. Hahaha, da lacht er uns auch noch aus. Ich glaube, munitionsmäßig schaut es auch nicht so schlecht aus. Genau. Ich habe jetzt einige Folgen am Stück aufgenommen, Pause gemacht und jetzt nehme ich heute wieder auf. Deswegen muss ich ja nochmal schnell gucken. Wow, echt so viel? Wow. Panzerbrecher, glaube Person nicht, aber da haben wir auch nicht so wirklich viel. Naja, immerhin besser als nichts. Ich fange jetzt mal mit der Pistole an. Mit unserem Revolver. Achso, ja, natürlich ist es easy, dass man da so Wörter vergisst. Weil das ja alles sehr abstrakt ist, ja. Sprache... Also die Wörter in der Sprache haben keinen realen vorhandenen Bezug zu den Objekten, die sie ansprechen, ja. Außer in onomatopoetischer Sprache, liebe Freunde. Also Lautmalerei, wenn man sagt wuff wuff oder uhu, ja, uhu. Das sind halt so lautmalerische Geschichten. Ich bin ja schon ruhig. Wow. Oh oh, das hört sich aber jetzt echt nicht gut an irgendwie gerade. Das, es gehört aber nur zur Musik, oder? Ja. Puh, hatte mal der Zahl ja mal. Da hat sich der Zahl ja mal eben ins Höschen gemacht. In die Hose. Leim. Oh, da liegt. Okay, alles klar. Ein Verbandskasten. Nein, Bandagen nur, okay. Hier haben wir noch Kartoffelchips. Eve-Spitzen haben wir auch 9. Film haben wir, glaube ich, auch genug. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Fotos schieße. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, als hätte ich alle abfotografiert, die irgendwie. Wisst schon. Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden. Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen. Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryan Splicer-Freunden geerntet. Das hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten. Das hat man davon. Das hat sich so ein bisschen... Es gibt irgendwie eine Figur in Kinder... Ein Geschenk. Im Kinderprogramm. Was? Das ist aber etwas Explodierendes. Allerdings blinkt's. Man kann es bestimmt aufgeben. Wer war das denn? Noch eine Eve-Spritze. Ich hätte jetzt gesagt, wir werden da hier so zugekleistert mit Eve-Spritzen und Verbandskästen, weil natürlich gleich dass hier ein Bossfight stattfinden könnte. Allerdings ist es gar nicht so, dass wir erst jetzt damit so hier
beglückt werden. Wow, echt? Nein. Echt? Man kann die... Wow, das ist mir eigentlich noch gar nicht aufgefallen, glaube ich, oder? Oder habe ich das schon irgendwie in einer der früheren Folgen gemerkt und habe mich da auch schon gewundert? Können wir... Wir haben keine Telekinese da, ne? Doch, haben wir. Aber kein... Kein, nicht so ein... Ihr wisst schon, hat hier den krassen Sturm und so haben wir nicht. Kommen wir da so gar nicht hin? Ja, müssen wir außenrum, na gut. Dann nehmen wir den Weg so. Die Optik wird das halt echt voll, ist halt voll out, ne? Voll auch. Voll out. Voll out. Auch voll out. Das ist auch voll, voll out. Der ist auch voll laut. Der war schlecht, ich weiß. Aber das seid ihr ja schon gewohnt. Ihr wollt es doch auch so. So, das war jetzt ein... Das war jetzt natürlich ein Monster-Move, ja. Weil wir da jetzt fast nichts machen müssen. Außer hoffen, dass da so ein Teil ist. Genau dieses. Tada! Yeah. So. Haben wir schon mal ein bisschen. Wir müssen mal ein bisschen hier diese ganze Geschichte auf unsere Seite bringen. Das ist nur Geld. Das ist nichts, was wir benutzen könnten. Eine U-Invent-Station. Was gibt es? Wenn wir so. Fallenbolzen. Explosiv schon. Antipersonen. Können wir aber nicht. Können wir aber nicht craften. Wir haben ja suchende Raketen. Die brauchen 3 von solchen. Was ist denn das überhaupt? Man weiß es ja leider nicht. Okay, können wir wirklich 3 mal. Das ist schon ausgerechnet. Fallenbolzen. Haben wir die eigentlich? Das sind Fallenbolzen, okay. Müssen wir vielleicht auch mal ausprobieren. Aber warum sollte ich dann irgendwelche Leute gefangen nehmen? Wenn es nicht Missionsgegenstand ist. Wisst ihr, was ich meine? Dann verbrauche ich nämlich diese Dinger. Und dabei muss ich... Gar nicht. Ich würde aber gerne eigentlich hier noch lang gehen und gucken, was da ist. Aber können wir nicht. Einmal... Ein Wurm blickt nach oben in das Antlitz Gottes. Aber nein, sieh dich genau um. Das ist ja ein regelrechter Würmeraufmarsch. Sie alle haben Mütter, Väter, Menschen. Sie haben geheiratet und mich mit ihren Ehefrauen getrieben. Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe noch keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Ich hätte bitte gerne diesen hier. Herion. Rion never plüwe, sag ich dann nur, ja. Nichts geht mehr, Herr Ryan. Oh Gott, die können wir auch noch alle looten. Das ist ganz schön gemein. Aber wir brauchen das Geld. Schlicht sind wir jung. Ich habe noch nie jemanden umgebracht und einen Freund erst recht nicht. Aber so entwickeln sich die Dinge. Ich weiß nicht, ob Mr. Ryans Tod den Krieg beenden würde, aber ich weiß, dass der Krieg nicht aufhört, solange dieser Mensch atmet. Ich liebe Mr. Ryan, aber Rapture liebe ich auch. Wenn ich eins vernichten muss, um das andere zu retten, dann soll es eben so sein. Na, rettest du eine ganze Stadt oder einen Menschen, ne? Vor so eine ähnliche Frage, nein, ich spoilere nicht. Durch alle Let's Plays auf diesem Kanal an, dann wisst ihr Bescheid, was ich meine. Okay, da wird nichts automatisch getriggert. Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicon Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicon Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Ein phasenverschobenes Overload.
Oh mein Gott. Ah, da haben wir ihn schon. Die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim erstickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Frozen Field 2. Haha. Neues Tolikum. Frozen Field 2. Frozen Field 2. Bleiben Sie nicht in der Kälte stehen. Holen Sie sich noch heute Frozen Field 2. Oh ja. Weniger Schaden durch Kälte. Ich hatte bis jetzt eigentlich nicht so das Gefühl, als hätte ich sehr viel Schaden durch Kälte erlitten. Das hatten wir. Nicht, ne? Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Parasiten? Ein Mensch baut auf. Ein Parasit fragt, wo ist mein Anteil? Ein Mensch erschafft. Ein Parasit sagt, was werden die Nachbarn denken? Ein Mensch erfindet. Ein Parasit sagt, Vorsicht, du könntest es dir mit Gott verscherzen. Oh, 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 nein, 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 ich wollte schießen. Nicht spritzen. Ist er noch da? Ist wer? Aber da sind noch mehrere, so wie es ausschaut. Ach, sieh mal eine an. Wie viel haben wir alle die Personen? 11? 2? Na dann wechseln wir vielleicht mal auf die Schrotze. Ionisch haben wir explosiv mal einen Schuss. Da dürfen wir wahrscheinlich nicht zu nah dran gehen. Wow, ho. Scheiße. Ich dachte, der versteckt sich. Ach Gott. Da. Kommen wir wieder, oder was? Nee. Wie viele sind denn da drin? Das ist eigentlich voll krass. Da geht's ja megamäßig ab. Ich sage ja nicht, dass der Typ wieder Energie hat, Alter. Auch nicht so effektiv, ne? Ich möchte halt nicht jetzt schon die Antipersonen-Dinger verschwenden. Napalm, Stickstoff, Granate haben wir auch noch nie. Vor allem Granate, das ist eine Flüssigkeit und so. Moment mal. Fuck. Nein. Ah, noch nicht so schlau mit den Waffen hier heute. Ich dachte, die zersplittern dann einfach so. Tun sie aber gar nicht. Ma. Aber war einen anderen, eine andere Idee. Da wir jetzt mal wissen, ob das funktioniert. Schade, ich dachte, der würde gleich mal schmelzen. Nein, was? Nein, was? Echt keine Munition mehr bei diesen Dingern? Fuck, das ist natürlich ganz schön blöd. Wie ich halt... Schulen summt von den Gedanken junger Köpfe.
Meine Stadt wird leben. Meine Stadt wird gedeihen. Und wenn der Tag gekommen ist, werden wir aus deinem Grabstein Pflastersteine machen. Ich habe bei dem Typen viel zu viel Zeit jetzt gebraucht. Viel zu viel Zeit, viel zu viel Munition. Ich weiß aber gar nicht, wieso. Dann nur in der Aufnahme. Irgendwas habe ich einfach mega verkackt, weil ich es nicht gewohnt bin. Mich irritiert gerade auch wieder ein bisschen hier das Fenster. Ich habe es vergessen zuzuziehen. Das blendet mich jetzt unentwiegt. Jetzt soll es keine Entschuldigung sein. Es irritiert halt einfach immer. So was. So. Dann hacken wir den mal hier schnell. Ja, ich sehe schon, was wir brauchen. Schnell hier rüber. Nein! Oh nein! Ach, Spiel, komm! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, 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 kurz Schluss. Autohack. Zack. So. So schnell verbraucht man Health Packs, liebe Freunde. So, ich nehme mal SMG. Und dann gucke ich gleich mal, ob ich zurücklaufen kann. Wenn hier überall schon so viele schöne Health Packs waren, dann nehmen wir doch mal eins mit. Wo war denn das? Da war irgendwo so ein Automat und da lag so ein Teil. So, Eve-Spritze auf jeden Fall. Hier doch irgendwo direkt um die Ecke, oder nicht? Lag nicht hier. Ach, das waren nur Bandagen, richtig. Ich erinnere mich. Es gab aber irgendwo noch einen Gegner. Und dieser besagte Gegner hatte noch so ein Organ. Der hier. Und der hier oben. Da liegt nochmal so ein... Ach, Junge. Hoch mit dir. Oh. So, jetzt kommt noch... jetzt kommt wie gerufen auch noch die Sonne raus. Also gerade in dem Moment, wo ich jetzt da das Rohr hochgestiegen bin, wo es eh schon so arschdunkel ist, kam hier die Sonne raus. Da habe ich noch weniger gesehen, natürlich. Verdammt. Verdammt. So, bringt was mit dem... Durchladen. Nämlich, dass die gleich schon mal alle geladen sind. Das immer. Und das Teil verstehe ich nicht. Stickstoffgranate verstehe ich noch nicht. Natürlich, läuft alles? Ja. Natürlich geht es hier darum, bei der Stickstoffgranate, dass die, frieren lässt, ja. Trotzdem... Trotzdem verstehe ich den nicht so ganz. Komm, wir gehen da auf jeden Fall noch rein. Aha. Wer hat das gesagt? Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten. Hände hoch, Hände hoch! Komm her. Oh, da dreht man sich nochmal kurz um. Da dreht man sich nur mal kurz um. Fuck, jetzt habe ich hier voll Gänsehaut, Mann. Warum? Warum zahle? Da muss ich besser aufpassen, auch was die Ladung angeht insgesamt. Generell Ladung und ich mach mal hier von diesem
von diesem Typen mal ein Foto. Ah, das war's schon, nicht mehr. Nein! Nein, 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 nein. Oh Gott, wie der schießt halt noch, ne? So. Dem sind wir ein bisschen besser fertig geworden, auf jeden Fall. War auch nicht besonders zufriedenstellend, auch schon mal auf jeden Fall besser, das finde ich gut. So, liebe Freunde. Ihr werft gerade einen Blick auf die Uhr und stellt fest, oh mein Gott. Oh mein Gott, großer Gott. Die Folge ist ja schon um und die läuft aber immer noch. Wieso? Und überhaupt? sag euch wieso. Wir haben nämlich noch die ganze Zeit auf dieses Messingrohr gewartet. Und ich möchte da jetzt nicht weitergehen, ehe wir einen Cut setzen. Jawohl, und das machen wir nämlich wirklich in der nächsten Folge morgen schon bei Bioshock 1 Remastered. Seht ihr jetzt, weiß ich sogar, wie das Spiel heißt wieder. Herrlich. Bis morgen, liebe Freunde. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao und Servus.